Oh, wo sind wir denn stehen geblieben? Was ist das hier? Okay. Wir beanspruchen erstmal das hier. Haben wir gerade abgeholt. Nice, nice. Ansonsten hier unten sehe ich nichts weiter. Gut. Lang ist es her, dass ich das gespielt habe. Hier hat sich einiges verändert. Oha. Okay, okay. Nice. Einmal öffnen, okay. Jetzt hat sich aber einiges geändert, sehe ich gerade. Wir holen das Inventar hier in die Mitte. Das sind meine Medipacks. Genau, das ist mein Kristall. Ja. Den. Keine Ahnung, wo mache ich denn den hin? 8, ich habe insgesamt 70, oder? 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 70, genau. Okay. Ja, hier hat sich einiges verändert, sehe ich tatsächlich. Nice, nice. Sprich mit den Anwohnern. Wir machen ja nur noch die Story-Quest. Imperator's Down, den haben wir weggeballert. Ansonsten. Ich könnte rein. Theoretisch. Ah, nö, lass mal so, wie es ist. So. Gut, dann. Springen kann ich noch. Super. Super. Was ist denn das? Hab ich nicht. Brauche ich nicht. Warum auch? Okay, SZ ist der Gleiter. Muss ich mir merken. Und dahinter, das Semikolon oben, ist Heal Packs. Okay. Sprich mit den Anwohnern. Dann machen wir das. Ich könnte eigentlich. Ah, nee. Heute noch nicht. Morgen. Übermorgen dann im nächsten Stream. Gibt's mit Facecam. Rishi wird kontrolliert von Schwarzer Orden. Okay. Warum drücke ich das Mausrad? Ich bin nicht bei Lost Ark. Man nehme ein Stück von Narsha da und lasse es auf einen Strand fallen. Und schon hat man die Räuberbucht. Okay. Lehnt euch nirgendwo an. Es könnte einstürzen. Okay. Merke ich mir. Warum haben die das hier nicht einfach gerade gemacht? Warum? Naja. Oh, hallo. Ihr seid von den Rotrümpfen, nicht wahr? Willkommen in der Räuberbucht. Hier gibt es nichts als Piratenkollegen. Also müsst ihr und eure Crew niemanden töten, verstümmeln oder verspeisen. Richtig? Töten oder was? Jemanden verspeisen? Wovon redet ihr? Genau das tut ihr doch. Jeder weiß das. Und es ist nicht schlimm. Ich bin mir sicher, dass diese Typen, die von eurer Crew auf Taloran verspeist wurden, es absolut verdient hatten. Aber hier sind wir alle Freunde, nicht wahr? Es gibt keinen Grund für ein Massaker oder Kannibalismus. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Ich bin ein Jedi, ein Friedenshüter, kein Mörder oder Kannibale. Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Jeder hat von euch gehört. Und niemand ist angewidert oder verängstigt von euren Taten. Nicht im geringsten. Außer Goro vielleicht. Er sagte uns, dass ihr auftauchen würdet und dass er gegen euch kämpfen will. Aber er spricht nicht für den Rest von uns. Wo kann ich diesen Goro finden? In der Kantine, vermutlich. Er hängt oft dort herum. Na dort dann. Gibt es gutes Essen. Ihr braucht niemanden zu verspeisen. Ich habe jetzt keine Lust auf Chicken Wings. Mann, ey.
Beherrschung, Ausdauer, Verteidigung, Beherrschung, Ausdauer, Angriff. Okay, also es hat sich hier echt einiges gemacht, sehe ich. Oha, selbst im Charaktermenü. Oha, nice. Geil. Oha. Aha, okay, okay. Schön, schön, schön. Ah, ah, oh. Okay, damit muss ich erstmal klarkommen. Tiefblau, hellrot. Ein Färbemotor, tiefblau, Sekundärfarbe, hellrot. Eingebaut, Färbemotor, das ist bestimmt fürs Lichtschwert. Was ist denn das hier unten? Taktisch. Sekundäres Färbemodul. Okay. Okay. Da muss ich mich definitiv noch dran gewöhnen. Also nach da oben. Ich gehe aber erstmal hier hin, weil hier ist noch was unaufgedeckt. Das werden wir natürlich noch machen, ne? Nebenbei. Ah, jetzt. Lol, immer noch nie alles. Ha. Huh. Machen wir es so. Oh, nein. Dann machen wir uns wieder hoch. Wenn ich darf, danke. Wie decke ich denn das auf? Aha. Okay, aber hä? Wie decke ich denn das auf, wenn ich da nicht wirklich hinkomme? Das ist seltsam. Naja, wir fahren erst einmal. Wir fahren. Wo ist das? Da ist doch. Ha. Okay. Okay, okay. Nee, da runter wollen wir nicht. Wir wollen dahin. Genau. Fahr ich richtig? Ich hätte vielleicht den anderen Weg fahren sollen. Ups. Ist hier. Hier ist auch noch was unaufgedeckt. Genau da. Hier oben. Aufdecken. Oh. Kann ich nicht anklicken. Schade. Hallo. Ich bin der Neue. Hä? Stopp mal. Ah, jetzt. Okay. Jetzt hat er das akzeptiert. Okay. Dann kommt hier oben gleich das nächste Stück. Sprich mit Guru. Guru, Guru, Guru. Und da haben wir es komplett aufgedeckt. Pirat, Pirat, Druide, Druide. Was? Fieberopfer? Alles klar. Ach, das erinnert mich ans Wochenende, wo ich krank war. Mit Fieber. Na. Nee. Hä? Da.
Hi, hi. Hi. Frag mal, wer seine Anmeldedaten gefixt hat. Wenn ihr euer Leben so richtig hassen wollt, geht nach Warte. Hoff. Die Wracks sind zwar eine echte Goldgrube, aber sonst ist da nicht viel los. Also ich war's nicht. Öde. Ja, wow. Immer noch besser als Daris. Da kann euch jede Sekunde ein Rakul anspringen und euch die Kehle rausreißen. Das kenne ich, aber ich kann mein Schiff benutzen. Ich meine wirklich jede Sekunde. Auf Hoff ist es aber auch kalt. Ist das also nicht der gleiche wie dein Charaktername? Eigentlich ja. Darko der Rächer. Nee, dann ohne der Rächer. Und dann auch nicht Darko, nee, da ist es doch ein anderer noch. Ist irgendwas mit Dark Rover natürlich wieder. Kannst du auch deine E-Mail benutzen. kleinerpenis@gmx.de. Wann warst du das letzte Mal mit Star Wars drin? Vor 3-4 Wochen. Okay. Freu dich. Wir haben einiges gemacht an dem Spiel. Es sieht einfach nur geil aus, aber es ist verwirrend. Was? Das Menü. Also. Das Inventar, das Charaktermenü, alles. Alles. Also komplett neue Grafik und Layout. Ist das schon weiter? Ich hab keine Ahnung. Och Mann, ey. Madogawa, Kiku, Bakili. Fängt schon damit an, dass ich keine Ahnung habe, mit welcher E-Mail-Adresse. Malachikuta, Ikosa Mose Alachuta. Ihr müsst Goro sein. Ja, warte. Bampaula Kawaji Otto. Ganz ruhig, Goro. Ich habe gerade erst die Spuren eurer letzten Prügelei beseitigt. Gönnt mir eine Pause. Okay. Kaufst du ein Deal? Okay, ich hab meinen Namen wieder. Oh. Wer hat euch erzählt, dass ich der Captain der Rotrümpfe bin? Warum hat man nur so viele? Ich habe 2 E-Mail-Adressen. Das war's. Ich glaube. 5, 6. Ja, warum hat man so viele E-Mail-Adressen? Gegen mich zu kämpfen, weiß gar nichts. Ich habe meine Privatadresse. Ich bin nicht der Pirat, für den ihr mich haltet. Geschäftliche Adresse. Ja, was weiß ich, Bewerbungen, sonst irgendwas. Das ist keine geschäftliche Adresse, was nennt man Privatadresse? So schnell stirbt niemand. Der Privatadresse ist da, wo Werbung ist. Warum ist das so laut? Alter, halt die mal aus. Hä? Was ist denn das? Das ist aber nicht mein normaler Angriff. Warte mal. Hä? Nee, stopp jetzt mal. Fähigkeiten? Die 4 hatte ich doch so einen Rundumschlag. Wo ist der hin? Ich hoffe, du verwechselst das jetzt nicht mit anderen Spielen. Nee, ich hatte bei... Was ist denn die 3? Machtsprung. Nee, die 4 hatte ich wirklich so ein, ja, wo das Lichtschwert um sich rum, wo er sich mit dem Lichtschwert immer dreht. Wo er Flächenschaden macht. Oh Gott, wie steuert man? Ach, rechte Maustaste. Vermächtnis? Was ist denn das? Okay. Aber wo ist mein Angriff? Das war einer, den ich von Anfang an mit hatte. Waffengeschick, Übungsschwert, nein. Vorstoß, nein. Machtsprung. Selbstprüfung. Führt einen Konterangriff gegen das Ziel aus, nein. Erzeugt 5 Fokus, trifft das Ziel, bla bla, nein. Klingensperre.
führt eine Reihe von Lichtschwertangriffen aus, die 3000 bis 3400 Waffenschaden verursachen. Nein. Plasmabrandschutz, nein. Schwertschutz, nein. Machttritt, nein. Vorbereitung, nein. Lichtschwertwurf, nein. Schleudert das Hauptlichtschwert auf dein Ziel, nein. Das habe ich aber auch. Das habe ich schon auf der 6. Machtschub, nein. Kriegsmeister, nein. Ehrfurcht. Das ist aber nicht das, was ich immer hatte. Haben die das vielleicht mit einem Update rausgenommen und durch ein anderes ersetzt? Das wäre ja scheiße. Weil es kam ja relativ große Updates auch. Ja klar, aber... Kann es mir nicht vorstellen, aber... Ja, bei mir ist alles gleich gewesen, ja. Schleudert mit der Macht eine Energiewelle zum Ziel und verursacht Schaden. Nein. Boah, ey, ich mache jetzt YouTube auf und guck mir das letzte... Nee, warum YouTube? Warte mal, ich hab doch die Videos noch alle auf dem PC. Star Wars. Wir machen den Stream vom 12.01. Öffnen damit. So. Da ich stehe dort und das Lichtschwert so leicht, nein, also in so einer Art Kampfposition stehe ich da. Das ist scheiße, ey, wenn ich jetzt wieder mitten im Stream erstmal den Scheiß suchen muss. Einhand-Lichtschwert, nein, aber so ähnlich war das. Allgemein ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Ey, das ist doch... Finde ich das hier irgendwo? Fähigkeitenbaum. Klingenblitz. Nein, das muss irgendwo weiter unten sein. Hier ist es doch. Sturmhieb. Heißt das. Es gibt sogar seit neuestem eine Suche. Das finde ich aber nicht mehr bei Hüter drinne. Ah, jetzt habe ich es hier unten. Das raus. Das dahin. Und da haben wir doch schon wieder alles. Dann kann ich VLC-Player erstmal wieder schließen. Danke. Und ich kann den Ordner schließen. Danke. Wo sind denn die jetzt? Ich muss mit der Troller reden. Ach, was für eine Sauerei. So war das nicht. Ihr werdet ihn jetzt aber nicht essen, oder? Mit sowas sollte mein Laden wirklich nicht in Verbindung gebracht werden. Haltet die Klappe, ich will antworten. Sich für einen Piraten ausgeben. Hört mir bitte zu. Ich bin kein Kannibale und auch kein Pirat. Ich bin nur hier, weil ich Informationen brauche. Ich wollte nicht, dass das alles passiert. Goro schon. Sobald er Blut wittert, ist... war er nicht mehr zu halten. Keine Chance, ihn zur Vernunft zu bringen. Wisst ihr, wer Goro von mir erzählt hat? Kai Sücken. So ein Trottel, der eine der Banden in der Stadt anführt. Goro kam gerade von einer Sabak-Partie mit Sücken, als er anfing, über euch zu sprechen. Dort muss er von euch erfahren haben. Ich lasse Sücken oder seine Schergen hier nicht rein. Ihr findet sie irgendwo in der Stadt. Und hütet euch vor Goros Bruder. Er ist schwierig. Lichtschwert. Bitte. Was sind denn das für Lobob-Lichtschwerter?
Genau. Einmal hier lang, einmal da lang. Einmal da lang. So. Kann ich mich da irgendwie hochglitschen? Nee, schade. Schade, schade, Schokolade. Das ist da bestimmt unterste Ebene, oder? Nee. Befrage Schurken der koreanischen Schnellstraße. Kraftprotz des weißen Schlunds. Nö. Ich will ein paar Informationen. Keine Sorge. Ja, jetzt hab ich ja das, was ich will. Nein. Süßchen, der ist down. Loot? Nö, okay. Nova Blade Pirat, okay. Geht's hier rein? Hier geht's rein. Hier geht's weiter. Oha. Da hinten gibt es noch ein. Oha. Hi, ich bin der Neue. Der Neue. Da komme ich nicht rein, schade. Ah, ja, du bist wirklich neu. Schucke der Kul. Hier sind gleich drei Stück. Okay, sprechen wir. Gott, mal her. Ich weiß, dass ihr mich angreift. So, jetzt du noch. Ich will ein paar Informationen. Sprechen wir dich noch schnell. Oder nicht, dann kämpfen wir halt erst. Sprecht mit mir. Du. Ich weiß, wer ihr seid. Ich sage euch alles, was ihr wissen wollt. Ja, dann. Da lang. Da. Ja. Hier wird zum Beispiel auf der Map hat man ja so ein Suchsymbol bei der Quest, wo du auch gerade eben warst. Mhm. Aber mir wird der Radius nicht angezeigt. Erst wenn ich die große Map groß mache und dann auf dieses Symbol schaue, wird mir der Radius angezeigt. Ja, das war doch schon immer so. Nee. Doch, das war schon. Doch, das war schon immer so. Auf der Minimap wurde es noch nie angezeigt. Ja, aber auf der großen Map auch erst, wenn ich auf diesen Punkt klicke oder drauf gehe. Ja. Nee. Doch. Andere Frage, wo muss ich da hin? In irgendeinem Kabuff, wo ich gerade drinne war. Irgendwo rein? Ja, da stehen dann drei Typsis nebeneinander. Kai Sücken? Wie? Ich? Nicht sprechen Basic. Nie Wonna Wonga. Dann hatte Goro wohl keinen Erfolg. Na, heute ist nicht mein Tag. Hallo, ich heiße wirklich Kai Sücken. Wobei es natürlich viele Leute mit diesem Namen gibt. Nur so am Rande. Mhm. Ihr müsst keine Angst haben. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich will nur Informationen. Ja, schon klar. Informationen darüber, wie ihr eure Credits zurückbekommt. Ich habe meine Erfahrungen mit Geldeintreibern gemacht. Ihr braucht diese Credits doch nicht gleich, oder? Also gleich wie sofort. Wir begegnen uns zum ersten Mal.
Warum solltet ihr mir denn Credits schulden? Ich, wie? Ist das eine rhetorische Frage? Auch wenn wir uns nie persönlich gesehen haben, haben wir doch eine Abmachung. Das weiß ich. Und ich versuche nicht, mich rauszuwinden. Wie wäre es, wenn ihr auf die Credits verzichtet und ich euch dafür sage, wer mich gewarnt hat, dass ihr kommt? Das muss doch was wert sein, oder? Dann könnt ihr denjenigen jagen, der euch verkauft hat, und ich bleibe gesund und munter. Ich bin ganz Ohr. Es war eine Nachricht. Also ich habe sie auf meinem Datenpad gesichert. Ja, mit der Kakao. Ja, oh. Großartig! Er hat es in die Tresorkiste gelegt. Es gehört euch, mit allem, was sonst noch darin zu finden ist. Viel Spaß damit. Das Eingangslöchlein nicht. Wo ist es denn jetzt? Magisch verschoben der koreanischen Schnellstraße. Ah. Ah, wow. Okay, das ist creepy. Warum lotst der mich hier raus, wenn ich den anderen Weg genauso gehen könnte? Und dann schneller vorne bin. Das hat gerade irgendwie null Logik. Was? Hey, wie hast du die befragt? Die sind doch dann immer tot gewesen. Nee, der eine von denen hat mit mir gequatscht. Hey, wer gehört Kann zu mir? Kann ja auch sein, dass es bei dir andere Typen sind, die du befragen musst. Ihr seid so gut wie tot. Hallo? Ihr haltet euch besser vom Eigentum der Korsaren fern. Ihr lasst uns besser in Ruhe, wenn ihr wisst, was gut ist. Das wird ein Spaß werden jetzt. Hier sind so viele von den Affen. Ich habe es satt, dass ihr im Korsaren herumschnüffelt. Ihr seid erledigt. Da unten hat irgendwas gekämpft. Datenpizza. Und jetzt Echsenaffentheater. Verbinde das Datenpack mit einem Holoterminal. Das kriegt man hin, hier ist nämlich Glanes. Euch und habe wichtige Informationen. Die Rotrümpfe sind die vielleicht blutrünstigste und sadistischste Piratenbande in der Galaxis. Und sie sind nach Rishi unterwegs. Ich bin sicher, dass ihr euch daran erinnert, was ihr den Rotrümpfen schuldig seid. Das sind eine Menge Credits. Sie werden das sicher nicht vergessen. Meine Droiden verbreiten die Nachricht von ihrer Ankunft. Wenn ihr dasselbe tun würdet, sind sie vielleicht zu sehr abgelenkt, um euch zu jagen. Es ist natürlich eure Entscheidung.
Ah ja, da haben wir eine Sif. Welch großes Talent. Errungenschaft freigeschalten, produktiver. Irgendwas Stufe 30. Ich glaube mein Vermächtnis. Können wir gleich mal gucken. Ja, Vermächtnis Stufe 30. Genau. Wie viel Kohle habe ich denn? Das sehe ich wieder nirgendwo. Schön. Da 600.000. Ich könnte mir das dort. Vermächtnis der Unverzüglichkeit. Oh, ich habe hier noch so viel. Ey, Feldneuzuweisung. Nein. Einfacher Einsatz Reparaturdroide. Nein. Feldpostfachdroide. Nee. Prioritätstransport Hauptwelt. Prioritätstransport CZ19. Ja, lass mich. Die kosten alle 200.000. WTF. Flottenvorhutschiff. Verbesserter Gleiter Navigation Stufe 4. Das sieht ja ganz neu aus. Vermächtnis des Opfers. Erfordert Dunkel 5 oder höher. Voraussetzung 250.000. Ich könnte das kaufen, oder? Will ich aber nicht. Was ist das? Taktische Markierung. Aha. Hier ist Gefährtentanz. Was? Datacrunch. Oha! Republikanisches violettes Balmora-Datacron der Beherrschung fehlt noch. Republikanisches Balmora-Datacron der Ausdauer fehlt noch. Cool! Ey, jetzt sehen wir, welche Datacrons noch fehlen. Das ist nice. Wir sind auf Rishi. Hier gibt's 4 Stück. Aha, nice, nice. Wir sind noch so viele, das glaubt man gar nicht. Auf dem meisten Planeten war ich noch gar nicht. Ich habe 2 ganz voll, mehr nicht. Ich habe 1, 2, 3, ich habe nur Nasha Downtowns voll. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganz voll. Crash, Typhon, Tatooine, Taris, Korriban, Coruscant, Corellia und Alderaan. Ah ja, aber ich wollte hier Vorteile. Erfordert Stufe 30, erfordert Vermächtnis Stufe 10, Kaufvoraussetzung 60.000. Gleiternavigation 4 erhöht den Bewegungstempo auf Gleitern um 20%. Alter, die haben hier so viel. Du kannst jetzt schneller zur Zuflucht des Gesetzlosen reisen. Ach, du leck mich fett, ey. Was kauf ich denn jetzt? Wir machen erstmal das hier oben, würde ich sagen. So. Was ist denn das da? Ey. Hast du aber lange gebraucht. Weil ich keine Dingsbums hatte. Keine Ausdauer. Oder wie sich das schreit. Ja. Irgendwie. Ich fange da hinten am Arsch der Welt an. Mit was? Mit der Quest, die ich gerade habe. Achso. Oh, halte einen Ruftruin auf. Ja, ich nehme immer das, was am weitesten weg ist, als erstes. Das ist kein Ruftruide. Ja.
Hallo? Ob man das Spiel auch mit Controller spielen kann? So schnell stirbt niemand. Hä, wo soll denn hier so ein Druide sein? Sein. Hä, jetzt... Nee. Ja, ich verstehe das nicht. Das zeigt mir, wenn ich außerhalb bin, hier drinnen im Gebäude an. Und dann wiederum, wenn du reingehst, nix. So ein Drecksdruide. Piratenkapitän. Hier war ich doch gerade vorhin schon und... Ruferdruide. Schon wieder ein Fieberopfer. Wie sehen die denn aus? Ich hab keine Ahnung, deswegen. Ich krieg einfach jeden Druiden, den ich finde, an. Fieberopfer? Na, normalerweise steht der Rufdruide drüber. Ach, Rufdruide, stimmt. Jo, mal schauen. Schatzjäger? Nee, den nicht. Druide, die kann ich nicht anklicken. Was ist denn das da? Das ist ein Mensch, okay. Oder irgendein anderes Wesen. Hey, wenn man nicht mal weiß, wie die aussehen, sucht man sich dumm und dämlich. Ah, hier, Ruferdruide. Ach, die laufen einfach so rum. Die entsetzliche Geschichte der Rotrümpfe. Die haben ein rotes Auge. Oder ihnen. Und sind so groß wie ein Männelkicken. Drinnen? Nee, draußen. Die laufen draußen rum. Die sind so groß wie C3PO. Okay. Und steht halt drüber noch. Meine Güte. Aber den ich gefunden habe, der wollte nicht reden, der Hund. Hä? Ich habe den angeklickt, aber wie soll ich den aufhalten? Hä? Vielleicht muss es der Richtige sein. Weil ich hatte auch gerade einen, da konnte ich den anklicken, der hat irgendwas gesagt und mehr konnte ich nicht machen. Ja, eben. Da hinten läuft noch einer rum. Das ist eine Scheiße. Na ja. Da. Stimmt es, dass die Mitglieder der Rotrümpfe ihre Opfer verspeisen? Sie werden es herausfinden, sobald sie auf Rishi eintreffen.
Stimmt es, dass die Mitglieder der Rotrümpfe ihre Opfer verspeisen? Ist mich verarscht? Ich hab den angeklickt und der ist verschwunden. Ich will persönlich richtig gelockt haben, Ankauf bekannt war. Okay. Du warst gerade bei mir noch. Die Rotrümpfe kommen und es dürstet sie nach Blut. Ich habe schon einen zweiten angesprochen. Diese Piratenbande ist so bösartig, dass sie ihre Schiffe mit dem Blut ihrer Opfer färben. Oh, die Rotrümpfe. Das ist wirklich immer nur der weiteste weg. Falls mal zu dem anderen. Okay, der läuft jetzt durch mich durch. Der kann es also nicht mehr sein. Das ist aber schon seltsam. Aber hier sind die Nakshen, die kenne ich noch von einer anderen Quest. Schon viel Glück damit. Kennen Sie die entsetzliche Geschichte der Rotrümpfe? Was ist mit Ihnen? Oder Ihnen? Oh, der wird schneller. Oh! Kennen Sie die entsetzliche Geschichte der Rotrümpfe? Der ist gerade gerannt. Was ist mit Ihnen? Oder Ihnen? Okay, einen Weg stellen bringt auch nichts. Der läuft durch mich durch. Ja, das habe ich auch schon versucht. Stimmt es, dass die Mitglieder der Rotrümpfe ihre Opfer verspeisen? Sie werden es herausfinden, sobald sie auf Rishi eintreffen. Hergehört, Räuberbucht! Die Rotrümpfe kommen und es dürstet sie nach Blut. Bleibst du mal? Der läuft wieder durch mich durch. Hergehört, Räuberbucht! Die Rotrümpfe kommen! Das kann und doch nicht sein! Sie nach Blut. Ja, wenn diese scheiß Markierung hier wenigstens mal verschwinden würden, wo man schon überall gesucht hat. Okay, das war der. Jetzt muss ich hier unten weiter suchen. Hier war ich aber schon mal. Da oben war gerade was klicken, okay. Hier läuft wieder einer rum. Halten Sie sich von den Rotrümpfen fern, wenn Sie von schreckhafter Natur sind oder sich für besonders schmackhaft halten. Hergehört, Räuberbucht! Die Rotrümpfe kommen und es dürstet sie nach Blut. Man hat auch nichts bekommen, was man irgendwie einsetzen kann. Moin moin Blick nix. Oder Blicks nix. Ne, man hat nichts bekommen, bis auf die Rüstung. Warte mal. Die habe ich schon. Seh, da steht Laterne. Ah, echt jetzt?
Warte. Hatte ich doch richtig. Hä? Was denn? Warte mal. Darko, ich mach was testen. Also die kann ich nicht benutzen. Da muss der doch aber in der Nähe sein, wenn ich die benutzen kann, oder? Ja, genau, wenn er in der Nähe ist. Ich habe gerade den Tipp im Chat bekommen, hier sind Laternen, die man nutzen kann, wenn der Dulli in der Nähe ist. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo die nächste ist. Jetzt läuft er zurück. Willst du mich verarschen, ne? Jetzt läuft er. Hergehört, Räuberbucht! Ja. Die Rotrümpfe kommen und es dürstet sie nach Blut. Ah, schau an, schau an. Klatsch! Und da steht er. Danke für den Tipp. Seien Sie gegrüßt, Herrschaften. Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte der gefürchteten Rotrümpfe und ihres monströsen, fleischfressenden Captains erzählen. Oh, Sie sind der monströse, fleischfressende Captain der Rotrümpfe höchstpersönlich. Welch einzigartiges Vergnügen, Ihnen zu begegnen. Wer hat dich programmiert, derartige Dinge über mich zu verbreiten? Das will ich Ihnen nur zu gerne verraten. Schließlich brennt mein Herr darauf, Sie zu treffen. Er ist ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Mhm. Sie finden ihn bei diesen Koordinaten. Aber seien Sie vorsichtig. Nach Ihrem beeindruckenden Duell mit Goro sind bestimmt einige auf Rache aus. Entschuldigen Sie. Ja, genau Sie. Haben Sie von den gefürchteten Rotrümpfen und Ihrem monströsen, fleischfressenden Käpt'n gehört? Okay. Da lang. Hast du es hinbekommen, Dago? Ja. Jetzt hätte ich sogar ohne das hinbekommen, weil mir wurde nie angezeigt, dass man mit den Lampen interagieren kann. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Aber mich hat auf einmal gewundert, dass dieser Ruferdruide blau ist. Also wie ein Untertane von mir. Und in dem Moment wurde mir oben angezeigt, dass ich die Laterne nutzen kann. Ganz komisch. Boah. Süchen, finde den Wohltäter. Hä? Warum bist du vor mir? Nein. Sag mal, willst du jetzt gegen mich kämpfen, Darko? Oder warum zückst du dein Schwert? Euer Bruder hat mich angegriffen. Ich musste mich verteidigen. Aber das Bessere würde dich easy ziehen. Nee, Darko, es tut mir leid, aber du zückst dein Schwert. Nö. Keine Sorge. Tut mir leid, Nodako. Musst du dich leider ausnocken. Gola. Demons Demodrar. Was hat da so lange gedauert? Ich rede schon wieder mit dem. Ich rede auch die ganze Zeit mit dem. Also. Ich hab Streamverzögerung, denk dran. Ich verschone euch. Ich wünschte, ich hätte dasselbe für euren Bruder tun können. Bitte vergesst das nicht. Außerdem, du überspringst ja die ganzen Dialoge. Nein, doch. Das mache ich nicht. Pass mal auf, Darko. Es kann nicht sein, ich war mit dem Ruferdruiden schon längst fertig, ja? Da hast du erst gesagt, dass du den jetzt auch hast. So. Ich war hier drinne, hab gekämpft, da bist du erst dazugekommen. Nee, also. Ich habe genau
40 genauso wie für den Kampf gebraucht. Genauso wie bei Lost Ark. Lost Ark gestern, pass auf, ja. Ja. Aha, zu mir hast aber du gestern was anderes gesagt. So, pass mal auf, bei Lost Ark zum Beispiel. Du hast gestern später angefangen als ich, ja? Und jetzt bist du komischerweise schon weiter als ich. Also, Ja, ja. Da haut hinten und vorne was nett hin. Ich nehme das nächste Mal auf. Nein, ich überspringe die Hauptquest nicht. Und bei Lost Ark überspringe ich den Hauptquest-Teil auch nicht eigentlich. Nur diese Nebenquest mache ich liebend gerne weg. Hallo. Teron? Lana? Ihr steckt hinter all dem? Ihr habt uns erwischt. Entschuldigt die Heimlichtuerei, aber wir mussten vorsichtig sein. Oh, ist die Hübsche wieder. Die Revaniter haben keine Mühen gescheut, uns zu jagen, nachdem wir ihre Pläne auf Rakata Prime zerschlagen haben. Wir mussten dafür sorgen, dass ihr herkommt, ohne eine Spur zu hinterlassen. Tut uns leid, dass wir nicht direkter sein konnten. Nach all der Zeit dachte ich schon, ihr wärt zum Imperium zurückgelaufen, ohne mir Lebewohl zu sagen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Okay, kommen wir jetzt zur Sache. Wir müssen uns die Piraten schnappen, die auf Rishi das Sagen haben. Die Bande Nova Blade. Sie schlachten ganze Raumschiff-Crews ab und versklaven jeden auf Rishi, der sich ihnen widersetzt. Und kürzlich haben wir erfahren, dass sie für die Revanita arbeiten. Nova Blade greift die Handelsrouten in ganz bestimmten Gebieten an, wodurch die Bande den interstellaren Verkehr nach und nach umgeleitet hat. Das ist alles sehr sonderbar. Wir kennen die genauen Pläne der Revanita nicht. Die Piraten aber schon. Ganz genau. Wir müssen gegen Nova Blade vorgehen und herausfinden, was die Piraten wissen. Ihre Computer werden uns alles erzählen. Ein direkter Angriff auf die Nova Blade-Basis würde die Revanita aber möglicherweise misstrauisch machen. Wir müssen unsere wahren Motive verbergen. Darum habt ihr allen erzählt, ich wäre ein Pirat. Wenn ich sie angreife, wird es wie ein Bandenkrieg aussehen und nicht wie ein gezielter Schlag. Genau. Bevor wir also zum großen Finale kommen, sollten wir ein paar ihrer anderen Verstecke angreifen, um unsere Geschichte zu untermauern. Nova Blade hat in der Nähe ein verstecktes Versorgungslager. Sobald die Rotrümpfe es zerstört haben, wird das schnell die Runde machen. Wir haben ein paar gemeinsame Freunde, die sich freuen, euch bei der Mission zu helfen. Sie treffen euch im Feld, um die Details zu klären. Jakaro und C2D4? Genau die. Während ihr das Versorgungslager angreift, erzählen wir allen von eurer Fehde und halten Ausschau nach anderen guten Zielen. Wie klingt das? Ich mache mich gleich ans Werk. Viel Glück. Erstmal schön geflirtet. So. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal was gucken. Ihr bitte im Vordergrund. Hallo? Mal weg damit. C. Ach, das hab. Ah, das. Oh, okay. G4. Zeig mir her. 274. Bis. 1673. Was gucke ich in Hose? Genau. Ey, das ist ja alles schlechter als das, was Kira hat. Was habe ich denn hier? Ah, ein Geschenk. Nudeln. Später. Lauf ich richtig? Anscheinend nicht. Hä? Voilà. So. Und jetzt hier irgendwo runter. Hier lang. Alter, was ist denn hier los? Ah, hier war ich doch noch gar nicht. Schmugglerausbildung, Agentenausbildung, Sith, Jedi-Botschafter, Jedi-Ritter,
Gibt's da was Neues für mich? Der Gebrauch des Lichtschwerts. Das Kunst und Wissenschaft zugleich. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Machtstasis Rang 2. Geholt. Wir können jederzeit zusammen üben. Warum auch immer, das noch offen war. Komm ich hier? Lasst mich mal. Ja, ich hab's geschafft. Sterbe ich jetzt? Ja, ich bin tot. Okay, abkürzen kann man den Weg darüber nicht. Schade. Warum möchte der hier eigentlich immer abkürzen? Ich hab keinen Bock, auf den ganzen Weg zu fahren. Sag mal, wo sind meine... Hä? Jetzt ist sie... Ja, ich frag nicht nach. Ja. Oh. Warst du fleißig? Ich habe heute auch wieder welche aufgenommen. Morgens doch? Ja, muss ja. Was? Morgens. Muss ja sein. Vormittags noch, genau. Ich habe Montag 5 Stück aufgenommen. Die habe ich gestern Vormittag geschnitten und gerendert. Hab heute früh 4 Stück aufgenommen. Morgen früh, wenn ich zum Friseur gehe, kann der PC in Ruhe den Stream hier rendern. Danach kommen die 4 Videos von heute Vormittag. Und Freitag wird früh wieder aufgenommen. Und Sonntag nochmal. Und in der Woche machst du gar nichts mehr. Nee, nächste Woche, wenn die Kies dann klar, nehme ich da früh vormittags auf. Aber ich nehme nur alle 2 Tage auf, weil der Tag danach ist dann immer zum Schneiden und Rendern gedacht. Ja, klar. Wenn ich natürlich vormittags nicht irgendwas Wichtiges vorhabe. Ja, zum Beispiel. Video, dann habe ich was zu schauen. Ja, zum Beispiel TikTok-Video aufnehmen oder so. Das habe ich heute Vormittag im Übrigen auch noch gemacht. nee, bevor ich das anklicke, ich mache meine altbekannte Raucherpause. Ich bin, wenn du wiederkommst, wahrscheinlich nicht mehr da. Ich habe ja Nachhilfe jetzt. Ja! Ruhe vor Darko! Also, du darfst wieder abzischen. Mach ich auch. Bis später. Ja, warum nicht? Habe ich wieder was zu tun am Wochenende. Also kommst du heute nicht mehr wieder. Doch. Scheiße. Bis später. Peace. Süßchen, und wie gesagt, ich mache ein kurzes Päuschen.